Die Zwerge und die Schnupftabaksdose. Im Waldesgrund auf weichem Moose. Da liegt des Holzknechts Birkendose. Sie liegt dort schon geraume Frist. Von dem Besitzer schwer vermisst. Da kommen aus dem Wichtelberge. Des Wegs im Walde sieben Zwerge. Sie sehen liegen auf dem Moose. Mit Staunen die verlorene Dose. Sie hatten sowas nie gesehen. Drum bleiben lang sie sinnend stehen. Und raten hin und raten her. Allein das Rätsel ist zu schwer. Und einer von den Zwergen spricht. Was dies bedeutet, weiß man nicht. Doch werden Lösung wir erhalten. Befragen wir den Bergesalten. Drum schnell bringt einen Strick herbei. Wir müssen wissen, was das sei. Ist sein Gewicht auch nicht gering? Wir schleifen heim das dumme Ding. Gesagt, getan. Nun ziehet an. Und schleppt und rafft. Aus Leibeskraft. Über Stock und Stein. Gleich quer Wald ein. Zum Felsentor. Durch Moos und Moor. Doch plötzlich, ach. Ein Ruck, ein Krach. In einem Fall. Die Zwerge all. Da liegen sie. Im Sumpf und wie. Bei der Affäre ertrunken wär. Bei einem Haar die ganze Schar. Und von der vollen Birkendos. Geht bei dem Fall der Deckel los. Der Schnupftabak stäubt in die Luft. Und füllet sie mit scharfem Duft. Der ganz natürlich, stark gebeizt. Die Riechorgane schrecklich reizt. Da robbt die Zwerge, Mann für Mann. Kam nun ein heftig Niesen an. Sie weinten schier, und jeder schrie. Ohn Unterlass. Und als die große Nieserei. Nach einer Stunde war vorbei. Da liefen sie gar schnell nach Hause. Und nahmen sich die Lehre draus. Was du nicht kennst, das lasse stehen. Sonst könnt es dir noch schlimmer gehen.